So, ganz kurzes Infovideo nochmal, denn ihr habt es ja heute mitbekommen. Ich habe ja mein Shop-Video gemacht und bei den anderen, die das Shop-Video gemacht haben, da taucht ja dieses Starter-Paket auf. Aber wie ihr seht, bei mir taucht es eben nicht auf. Ich habe mir jetzt die ganze Zeit Gedanken gemacht, warum, wieso, weshalb das so ist. Und ich habe die Lösung gefunden. Das Problem ist, das funktioniert meiner Meinung nach natürlich erstmal nur für PC-Spieler, aber ich denke mal, dass ich für die anderen Konsolen auch die Lösung habe. Nämlich, ihr werdet das Ganze nicht wie sonst immer hier als Paket im Shop finden, sondern, ich habe es mal schon vorbereitet, ihr werdet das Ganze im Epic Store finden. Oder halt bei der PlayStation halt im Store. Für alle, die am PC sind, einfach Fortnite eingeben. Zack. Dann kriegen wir natürlich die Werbung für den Battle Pass. Hier oben Group Werbung. Und dann sehen wir hier unten ist bei Add-ons, finden wir das Paket für 4 Euro. Und so einfach ist das Ganze zu finden. Aber ich sage ganz ehrlich, normalerweise gehört der Kram aber ins Spiel mit eingebaut. Also auf die Art und Weise das zu finden, auf die Idee kommt, glaube ich, nicht jeder. Deshalb, wenn ihr am PC seid, geht in den Epic Store. Wenn ihr an der Konsole seid, geht entweder halt in den PSN Store oder Xbox Store oder auf der Switch in den Store, also in euren Shop, den ihr auf der jeweiligen Konsole habt. Und da werdet ihr das Paket dann finden. Sucht einfach unter Fortnite. Ihr werdet dann das Fortnite-Hauptspiel angezeigt bekommen. Und natürlich dann auch das Paket, wie hier zum Beispiel zu sehen, für 4 Euro. Also, ich hoffe, ich konnte in den einen oder anderen weiterhelfen. Und in dem Sinne, euch viel Spaß noch mit den Aufgaben. Ich mache nämlich jetzt noch weiter. Lad natürlich alles für euch hoch. Und ihr seht es links in roter Schrift. Wer mich supporten will, gerne meinen Creator-Code eintragen. YT-FamilyHack. Grüße gehen an jeden raus und ich setze mich weiter an die Aufgaben und haut rein.